Ich muss mit ihr reden. Es ist wichtig. Reden kannst du mit deiner Oma beim Tee, nicht mit einer Gefangenen der Herzogin. Ohne Sondererlaubnis ist nichts zu machen. Punkt. Ich bin auf Informationen gestoßen, die in Ihrem Fall wichtig sind und geklärt werden müssen. Dringend. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Na dann. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das fünfte Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaf ist tot. Reicht das nicht? Sian, woher weiß hör auf, sie? So zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Ich meine, die Königin weiß das auch. Warum wolltest du sie umbringen? Na, na, na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst und deine krankhafte Neugier gestillt. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr. Wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Vielleicht könntest du kurz aufhören, dir selber Leid zu tun und erwägen, ihr zu verzeihen? Warum sollte ich? Um der alten Zeiten willen. Ihr habt euch mal geliebt. Bitte. Ich weiß nicht, wer dir solchen Schwachsinn erzählt hat, aber... Ich habe das Tagebuch eurer Gouvernante gelesen. Ihr wart unzertrennlich. Anna Rietta hat dich zwar bisweilen in Schwierigkeiten gebracht, aber sie ist auch für dich eingestanden. Wenn du Albträume hattest, war sie die Einzige, die dich beruhigen konnte. Die Zeit nagt an unseren Erinnerungen und verdreht sie. Manchmal bleiben nur die Guten und manchmal nur die Schlechten. Wenn sie mich geliebt hat, warum wollte sie mich dann loswerden und vergessen? Hm? Oh mein Gott, Zickenkrieg. Jetzt geht's los. Sianna, du wurdest verbannt, als sie wie alt war? 12? 13? Sie war noch ein Kind. Was hätte sie machen sollen? Rebellieren? Einen Staatsstreich organisieren? Das Siegel deines Vaters stehlen, um eine Begnadigung zu fälschen? Sie war machtlos. Sie hat dich nicht aus ihrem Gedächtnis gelöscht, weil du ihr egal warst, sondern weil es so schlimm für sie war, als du gingst. Anders kam sie mit dem Schmerz nicht zurecht. Du willst unbedingt ein gutes Ende, nicht wahr? Das wäre schon Und nicht schlecht. Wir alle leben glücklich bis an unser Ende. Geh schon, Hexer. Sonst heften sie deinen Orden noch einem anderen an. Das wäre echt furchtbar. Leb wohl, Sianna. Das tun sie ohnehin. Wasser's auf. Sorry, bin ein bisschen durstig. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen.
Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Er sieht schrecklich aus. Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das fünfte Opfer von Detlaf und Sianna werden. Bist du sicher? Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten, ihre Herrin. Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlächter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Der Wunsch erfreischaltet der Held von Toussaint. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damien hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend 5000 Kronen. Nicht schlecht. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Schlechten Neuigkeiten, sie wird dich töten. Ah, ja, wir haben es ihm verraten, das muss reichen. Das ist wie eine zweite Auszeichnung. Ich bin geehrt. Vielen Dank. Sicher wirst du guten Gebrauch davon machen. Sagen. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht, doch mir auch ihre schrecklichen Taten enthüllt. Habe ich als gar nicht. Als Staatsoberhaupt muss ich gerecht über sie urteilen. Herzwürschen weitergetappt. Aber sie ist meine Schwester. Mein Herz schlägt für sie. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich.
Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Sylvia Anna herein. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Vertrag durch meine Fassung. Ja, beides. Ich meine, schuldig, aber was soll's. Die Bitterkeit verzehrt sie, Anna. Viele am Hof von Beauclair verdienten ihre Verachtung. Ich kenne ihre Gründe, ich verstehe sie sogar. Aber ich kann ihre Taten nicht vergeben. Wovon redet er, Sianna? Das weißt du genau. Ich wurde gewaltsam verstoßen, weißt du noch? Zu deinem Nutzen. So hast du den Thron erhalten, obwohl ich älter war. Die Minister, verstehe ich. Die haben mich schon als Kind gehasst und geglaubt, ich würde eine lausige Herzogsgemahlin abgeben. Ich verstehe sogar unsere Eltern. Ich wusste es immer. Sie haben sich vor mir gefürchtet, weil ich es gewagt habe, frei zu sein. Dieser hanebüchene Fluch kam ihnen gerade recht. Ein Geschenk der Götter, eine Erleichterung. Aber du? Dein Verrat war am schlimmsten. Du warst doch meine Anna-Rietta, verdammt. Meine kleine Lieblingsschwester. Verstehst du jetzt, Hexer? Sie hat mich verraten. Und du willst sie alle verstehen? Warum hast du dich dann gerecht und sie alle ermorden lassen? Sie haben meine Rache verdient. Sie haben mich allesamt verabscheut, seit ich denken kann. Anna-Rietta hat mich mal verstanden. Das ist jetzt wirklich zickig. Sie war alles, was ich hatte. Die mögen mich nicht, also. Hat am schlimmsten geschmerzt. Weg mit denen, die mögen mich nicht. Bitch, please. Ihr wart doch beide noch Kinder. Ihr hattet keinen Einfluss auf das, was geschah. Irrtum, Hexer. Sie hatte Einfluss. Liebe Schwester, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem ich aus dem Palast verbannt wurde? Natürlich war es meine Idee, den nilfgaardischen Gesandten mit Fischblasen zu bewerfen, gefüllt mit ranzigem Talg. Die du zum Schluss angezündet hast, um mich zu beeindrucken, schätze ich. Ist dir gelungen. Wir haben ihn voll auf der kahlen 12 getroffen. Ich habe mich fast totgelacht. Aber als es um den Schuldigen ging, hast du kein Wort gesagt. Ich habe die ganze Schuld und die ganze Strafe gekriegt. Das stimmt. Ich bin nicht für dich eingestanden. Kindheitsschlägereien. Echt, jetzt wird erwachsen. Das Urteil war einstimmig. Sie haben meine Vergehen aufgelistet, meine Ausflüge aus dem Palast, angebliche Grausamkeiten, unangemessene Freundschaften. Sie haben mich rausgeworfen. Aber du, die Einzige, die mich verstanden hat, du hast dich einfach geduckt und keinen Finger krumm gemacht, mir zu helfen. Nie. Du hast auch nicht versucht, mich zu finden. Das stimmt nicht. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Ritter gesandt und Nachrichten gesammelt. Du wolltest nicht gefunden werden. Seit dem Tag, an dem du gingst,
habe ich im Bewusstsein gelebt, dich im Stich gelassen zu haben. Es tut mir leid, liebe Schwester. Kannst du mir vergeben? Komm. Alter. Wird beide wachsen. Vergibt einander. Das ist doch schön. Happy End. Einige Zeit später. Das Beste an der ganzen Zeremonie war ihre Kürze. Für dich vielleicht, weil du dich davon gemacht hast. Die anderen fangen bestimmt erst an. Die Trunkenheit endet nie in dieser malerischen Gegend. Findest du Toussaint also doch nicht so toll? Ach, Toussaint ist wie starker Wein, Geralt. Gut in kleinen Portionen. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mondlicht lädt zum Träumen ein. Runenwurzeln. Ah, ich dachte, es wäre schon das Ende. Happy End. Es ist vorbei. Du gehst gleich noch weiter. Ist ja fantastisch. Ist aber noch ein Hauptquest. Das ist noch nicht. Wir machen hier keine Nebenquests. Tja. Inventar. Und pflücken wir noch ein bisschen Blümchen. Welches waren die Handschuhe? Wichtstrophäe. Die Goliath-Trophäe ist immer noch die beste. Goliath-Wams, Goliath-Schuhe, Goliath-Hose, Handschuhe zum Erhauen sammeln. Kämpfen werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Maske zum Erhauen sammeln.
Okay. Nicht schlecht. Die Ohren können wir doch wohl tragen. Oder wie? Sag nicht, das können wir nicht anheften. Das muss doch sinken, das muss doch gehen. Oder auch nicht. Woran denkst du gerade? Succubus? Die Maske nicht vergessen. Wir wollen ja hier nicht noch umgucken, umkippen. Am Ende. Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Eine Raunenwurzel. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Regis! Der ist doch nicht abgehauen, oder was? Verdammt, wo steckst du? Oh, verdammt. Ich habe getan, was ich musste. Diese Buchse haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel. Eine ungeschriebene. Genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Sehr gerne. Einige Zeit später. Mmh. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Hm, danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Mit Triss sich niederlassen? Das wäre doch was. Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Aber eines Tages will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Hör auf! Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen. Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Es wird ein Dreiteiler, habe ich das Gefühl. Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe
mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Der zweite war gar nicht so gut. Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Das war The Witcher 3 Wild Hunt live auf Twitch mit Zwergen für Steppy. Ja, es war mir eine Ehre, beinahe ein halbes Jahr lang mit euch The Witcher 3 zu streamen, inklusive beider DLCs. Ja, das war echt eine lange Zeit, über 120 Parts. Ich bin noch nicht ganz auf dem letzten Stand mit den Parts, mit den Stream-Schneidungen, das auch in Streams zu schneiden und auf YouTube hochzuladen. Also es könnten gut 130, 135 mit dem Stream jetzt noch, da kommen wir auf über 130 Parts. Denke ich ungefähr hin. Also etliche Streams, etliche Parts auf YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es unheimlichen Spaß gemacht. Auch wenn ich die Nebenquests hier so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe in diesem Spiel. Ja, das ist, auch wenn mir The Witcher Spaß gemacht hat, das ist das erste Open World Game, was mir wirklich Spaß gemacht hat, bin ich nach wie vor kein Open World Spieler. Ich bin wirklich, man hat es gemerkt, deswegen habe ich so ein bisschen versucht, um das Spiel mir angenehmer zu machen, das Spiel so ein bisschen in eine lineare Bahn zu hauen. Wahrscheinlich werden einige Witcher-Fans, die mein Let's Play sehen, das nicht so gut finden. Aber ich habe links und rechts von der Hauptquest habe ich mal ein paar, die nicht DLCs, sondern ein paar Nebenquests gemacht. Aber ich habe wirklich geguckt, dass ich weitestgehend linear der Hauptquest folge. Und trotzdem haben wir. Trotzdem ist The Witcher 3 Wild Hunt offiziell das längste Streaming und auch YouTube-Projekt. Man muss bedenken, wir haben das Spiel am 1. Januar 2022 haben wir das als allererstes Let's Play des Jahres im Silvester-Stream. Zusammen mit Prof hat es in den ersten zwei, drei Parts, hört man den auch noch mit moderieren, weil er dann hat er auch noch ein bisschen Co-Moderation gemacht. Das haben wir in der Silvesternacht als Special angefangen und heute haben wir den ersten sechs. Das ist exakt Jubiläum heute. Ist mir gar nicht aufgefallen. Am 1.1. haben wir
The Witcher 3 angefangen am 1.6., genau ein Jahr später. Ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später haben wir jetzt hier. Fantastisch. Dass das wirklich so. Das hat geklappt. Ideal. Am 1.6., genau ein halbes Jahr haben wir dafür. Nicht nur fast ein Jahr, sondern genau ein halbes Jahr haben wir The Witcher 3 White Hunt gespielt. Inklusive 2 DLCs. Wenn das nicht. Ist natürlich nicht genau ein Jahr, ein halbes Jahr, aber es gab zwischendurch auch mal Wochen, wo nur einmal The Witcher gespielt wurde. Also in der Regel 2-mal die Woche haben wir The Witcher gespielt. Aber wie war das schon wirklich? Das war ein Projekt, was uns wirklich ein halbes Jahr lang verfolgt hat. Was uns begleitet hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Weitere Sprachaufnahmen, Erik, Gronkrange, Pandoria, wann, wo, wie, was, wie, was? Gronk und Pan haben da mitgespielt, weiß, wo, wann? Lese ich hier gerade im Text das erste Mal. Das wusste ich hier gar nicht. Da muss ich jetzt mal recherchieren, welche Rollen die hatten. Dabei wird schon 3 synchronisiert. In der deutschen Version. Okay. Gunk hat Geralt gesprochen. Nee, das ist mir aufgefallen. Irgendein NPC irgendwo mal war, irgendwann ist der mal. Tja. Da kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Live mitverfolgen. Ein halbes Jahr lang auf Twitch. Und jetzt auf YouTube, wenn das dann guckt später. Stream-Aufzeichnungsparts. Der wird wahrscheinlich dann auch noch ein gutes halbes Jahr mit zu tun haben auf YouTube. Wenn ich da 130 Parts täglich einen Parts hochlade, 18 Uhr, dann wird jetzt wahrscheinlich auch ein halbes Jahr schon. Ich kann nicht rechnen, wie viel sind 130 Tage. Das kommt, ist auch schon. Auch schon ein paar Monate. Ja, war ein schönes, was ist, wundervolles Spiel und hätte noch viel mehr Möglichkeiten gehabt. Also ich habe da wirklich, wie gesagt, nur die Hauptstory verfolgt und die Nebenquests mit Absicht beiseite gelassen. Es wäre wirklich, da hätte ich mich verloren, das wäre nicht, hätte ich keine Freude dran gehabt. Da bin ich so ein Typ, bin ich nicht. Da wäre ich frustriert gewesen. Ja, einige Quests habt ihr gesehen, da bin ich dann gescheitert. Da gab es ab und zu mal, sind wir. Ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als wir in Novigrad ankamen, da hatten wir diese Zwergenbande, die uns dann überrumpelt hat, weil wir einfach zu schwach waren. Hatten wir diese, die Anna aus den Wäldern, der Geist, der uns einfach haushoch überlegen war. Jetzt zum Schluss im DC hatten wir, glaube ich, auch nochmal eine Stelle, wo wir wirklich. Wo wir mal versucht haben, also immer wenn wir versucht haben, irgendwie wirklich, ja, hier am Ende das mit dem Elfenprinzen, der dann hier, als wir das nochmal versucht haben, also wirklich, wenn wir mal versucht haben, was Ernsthaftes, Nebenquest-mäßiges zu machen, ging's, ja, manchmal wirklich in die Hose. Es hätte mich frustriert, wenn ich da öfter solche Nebenquests in die Hose gegangen wären. Ja, war gut, so wie ich es gemacht habe, denke ich. Für mich hat das ultimative Spielerlebnis gebracht. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns. Wann ist noch unklar. Aber es kommt und ich weiß nicht, ich kann es noch nicht zusagen, weil Release steht noch nicht fest. Ich kann es, ob ich das zu Release spielen kann, kann ich auch noch nicht sagen. Wir sehen uns aber bestimmt irgendwann, wenn es rauskommt, zu The Witcher 4 wieder. Wurde schon angekündigt, einen Trailer habe ich auch schon gezeigt. Nach dem Ende der Hauptstory habe ich den mal eingeblendet auf YouTube.
Also, ich freue mich auf Witcher 4. Da bin ich wieder mit am Start. Also, das ist also. Witcher 1 habe ich gespielt. Da hatte ich meine Freude dran. Das habe ich kapiert. Bis zu der Stelle, wo ich dann nicht mehr weiterkam, da gab es dann den einen Bosskampf. Der Hund, der hat mich aufgehalten. Beste der Hund. Witcher 3 haben wir jetzt komplett von Anfang bis Ende plus zwei DLCs durchgespielt. Also. Und liebe Witcher-Fans, Witcher 2 werde ich nicht spielen, das muss ich mir nicht geben. Muss jetzt nicht sein. Wir sehen uns bei The Witcher 4 wieder. Irgendwann. 2025, wenn das rauskommt. Keine Ahnung. Es wird noch eine Weile brauchen, bis das fertig haben. Ich rechne nicht. Es ist dieses Jahr hundertprozentig nicht. Die haben es erst angekündigt, dass die mit der Entwicklung anfangen. Es wird. Also, es ist nicht 2023, nicht 2024. Ich rechne wirklich vor 2025. Es ist Weihnachtsgeschäft 2025 vielleicht. Das ist. Mal schauen. Wenn mich nach Umsatz gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid, schaut auf Twitch vorbei und habt noch einen angenehmen 40. Tag. Haut dran, habt eine tolle Zeit. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Machen dieses großartigen Spieles CD Projekt Red. Puh, ganz schön viele Menschen. Was? Nachdem wir also alle nochmal eins vorgestellt haben, möchten wir uns noch ein letztes Mal bei euch bedanken. Blood and Wine, das letzte Kapitel von der. Oh, so schnell kann ich es gar nicht vorlesen. Ich habe mal einen Screenshot von gemacht. Hey, danke fürs Machen. Mhm.